den Workshop gemacht zum Thema Mobile Web. Wie war euer Eindruck vom Publikum? Also ich war eigentlich sehr begeistert erstmal darüber, dass sich 60 Leute zu dem Workshop angemeldet haben und dass dieses Thema doch deutlich mehr Popularität erfahren hat. Und was wir auch festgestellt haben, ist, dass fast nahezu alle schon mal irgendwie Webtechnologien in der Hand gehabt haben. Also entweder JavaScript, HTML, CSS, irgendwie halt schon mal was damit zu tun hatten. Und dass auch später, wenn man ein bisschen ins Detail gegangen ist, man schon gemerkt hat, dass viele sich auch schon näher mit dem Thema Webtechnologien auseinandergesetzt haben. Okay. Also deswegen, ich sehe eine rosige Zukunft für Webtechnologien auf dem Mobile und eine sehr schöne Sache. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, hier auch den Leuten das ein bisschen näher zu bringen und ein bisschen die Realität aufzuzeigen, wo wir uns gerade befinden. Glaubt ihr allgemein, dass Webtechnologien die nativen Sprachen ablesen werden? Ob sie ablösen werden, das finde ich gar nicht so wichtig. Ich finde es eigentlich eher interessant, dass man auch sehen muss, was man alles mit Webtechnologien machen kann und was man heute schon machen kann und nicht erst in Zukunft. Welche Möglichkeiten es gibt, welche Sachen vielleicht auch schwierig sind. Und es, glaube ich, genügend Bereiche gibt, wo man das gut einsetzen kann und wo es eine echte Alternative ist. Und natürlich wird es das irgendwann ablösen und natürlich wird dann das Web alles wieder beherrschen. Aber man kann es auch heute schon einsetzen und man kann heute schon spannende Sachen mitmachen und muss nicht darauf warten, ob irgendetwas irgendwann passiert. Okay. HTML5 bietet viele neue APIs. Ist das der große neue Renner? Natürlich ist es ein Renner. Also wir warten jetzt darauf, dass alles etwas stabiler wird. Gute Gerätunterstützung, wobei das im mobilen Bereich ja schon gar nicht so schlecht aussieht. Also da kann man ja viele Dinge schon einsetzen. Und also wenn man mal überlegt, wo das Web gestartet ist, vor 20 Jahren, dann sind das natürlich Möglichkeiten, über die wir alle begeistert sind. Und die eben auch HTML5 als valide Alternative zu nativen Technologien überhaupt erst irgendwie in die Diskussion kommen lassen. Abschließende Frage, eine Konferenz, auf der alle Systeme zusammenkommen, kann sowas funktionieren? Klar, also, weil wir können gegenseitig voneinander lernen. Also die iOS hat damit angefangen, Android bringt neue Ideen rein und Web bringt neue Ideen rein, warum nicht? Also wir wollen voneinander lernen, wir wollen nicht unser Bereich aufbauen und nur darauf konzentrieren. Im Gegenteil, ich möchte mich mit den iPhone- und Android-Leuten darüber unterhalten, was wir besser machen können. Also vor allem auch darüber lernen, was man wirklich in Objective-C machen kann, weil letztendlich wir als Webentwickler können letztendlich auch nicht ganz ohne Objective-C auskommen, wenn wir jetzt wirklich in so einen App-Store wollen. Also, wir hatten heute auch das Konzept von PhoneGap halt vorgestellt und auch teilweise auch Objective-C und die Xcode-Umgebung mal gezeigt. Und es ist definitiv immer gut, wenn natürlich noch andere hier auf der Konferenz sind, mit denen man dann auch über dieses Thema sprechen kann, um letztendlich halt das Ganze auch verstehen zu können, wie man es richtig anwendet.